Hallo zusammen, ich habe hier unseren neuen Kühlschrank, den WR85L. Das ist ein Kompressorkühlschrank und wir haben hier hinten ein Seco-Kompressor drin mit natürlichen Kältemittel. Aber dafür habe ich schon ein Video gemacht. Es geht heute nicht um diesen Kältemittel und Kompressor, sondern bei diesem Kühlschrank haben wir ja ein Tiefkühlfach. Das Tiefkühlfach ist hier drin, hier hat es noch vom Transport einen Silikagelbeutel drin. Und hier unten sehen wir diese Löcher und hier sitzen diese Kingstopp-Nieten drin. Die kann man rauspopeln. Man kann diese Nieten, die sind eigentlich so drin, man kann den Deckel wegziehen und dann kann man die ganze Niete rausziehen oder gerade mit Gewalt alles miteinander rausziehen. Und dann kann man diesen Tiefkühler den Boden rausnehmen, irgendwo anders deponieren und so habe ich mehr Platz. Und diese Nieten kann ich, weil ich dann ja Löcher habe im Tank, kann ich die wieder reinmachen und so habe ich wesentlich mehr Platz im Kühlschrank. Und die Kühlung läuft hier oben und hier und hinten runter. Die Gefahr ist einfach, dass hier oben Kondenswasser entsteht. Das Kondenswasser tropft dann auf die Ware runter. Aber das ist eigentlich bei all diesen Geräten, die solch ein rausnehmbares Teil haben. Die einen brauchen es, die anderen brauchen es nicht. Wir haben weiter hier eine Nocke drin. Man sieht diese Nocke relativ schlecht. Und auch hier drin ist im Tank eine kleine Vertiefung, so dass dieses Ding so ein bisschen einrastet, so dass man das Teil auch ohne diese Nieten brauchen kann. Dass ich also das Teil nur bei Bedarf ein bisschen mit Kraft rausziehen kann. Und so habe ich das Tiefkühlfach und einfach weniger Volumen im Kühlschrank. Wir haben noch einen Kühlschrank, den 51er. Der ist ein bisschen schmäler, ist aber genau gleich in der Technik. Das verlinke ich euch im Video von diesem Schrank hier oben. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.